Starbucks Ever Beach. Starbucks Ever Beach, los. Guck mal, das herrliche Wetter an. Wir wollten zum Pool. Nicht zum christlichen, sondern Ozzy und Mios Papa. Wo der wohnt, da ist ein Pool, da wollen wir hin. Er hat seinen eigenen dicken Pool. Ja, hätte ich jetzt auch mal lügen können, ne? Ja, Mensch, schade. Aber ja, nee. Ich schneide nochmal raus. Okay, wir gehen jetzt zu Ozzys und Mios Vaters Pool. Da gehen wir jetzt hin. Bei diesem wunderschönen Regenwetter. Aber es war so heiß eben zu Hause, obwohl es so bewölkt ist. Also, ja, wir haben Bock. Guck, Mio ist dabei, Leila, Ozzy. In Laulani Village. How far? Mama! Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht weiter. Mama! Von hier ein Blind. Von hier ein Blind. Starken Kaffee. Ja, Mokka. Leck mich am Mokka. Nacht werden nicht schlafen. Leck mich am Mokka. Starbucks Coffee noch mal eins oder was? Ich schlafe heute Nacht wieder. Ich muss den Party dann machen. Schmeckt ja gut. Und deins, Leila? Ja, ne, aber deins will ich glaube ich nicht probieren. Das ist zu zuckerig. Aber, doch, ich will aber mal probieren, weil ich will wissen, wie schlimm schmeckt. Ja, geil. Ja, nee, das ist mir too much. Ja. Ooh, nice car. Look at this Mustang. Dang. That's a pretty one. Hey. Ja, ihre Kindheit. Da, 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 da. Hier geht's bestimmt ab, aber hier ist so die Straße, das gefällt mir halt nicht. Nee, beim Papa. Ja. Beim Papa. Beim Papa wäre geil, das ist toll, da ist ja auch nicht so straßig. Wenn die da laufen gehen, ich weiß ja nicht, ob die zu irgendwelchen Events gehen. Ja, wir gehen nicht zum Event, wir wollen laufen. Hey. Verschwendung hoch 100 einfach, ekelhaft. Weißt du, wie viele Obdachlose es hier gibt, weil das Land nicht zu bezahlen ist, aber hier um 130 Golfplätze. Geht's noch? Sünde! Mann, oder? Leila? Das sah sehr weiblich aus, aber die Stimme war ja so gut. Ja, aber meine Stimme, willst du mich verarschen?
Have a blessed day. Ja, sagt sie gerade, oh, das ist ein Mann. Weil tiefe Stimme, ja, ich bin auch ein Mann. Deine Mutter ist ein Mann, ey. Deine Mutter. Ja, okay, aber das war so, so tranny, hat sich das so angehört. Ja, vielleicht war es eine Süße, ne? Kann sein. Ja. Nö, das war nicht schlimm. Wir dürfen darüber reden, also Lena. Wir machen sowas nicht. Wir sind nicht politisch korrekt. Wenn was im Kopf ist, dann reden wir. Ja, also hier sind das, genau. Hier sind diese Häuschen, seht ihr, ne? Hier sieht auch eins aus wie das andere. It's still not working. Aber... Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin am Fahren. Was soll ich machen? Was ich hier cool finde, ist halt, dass hier Pool ist. Da unten ist der Strand. Und hier sind... Und hier sind, ja, würde ich mir auch gerne mal angucken. Und hier ist ein toller Spielplatz hier. Guck, mit Klos und allem da, mit Wasser spielen. Ey, ras doch noch schneller, Mädel, wenn ich mal hier zeigen will. Ich will aber hier zeigen. Hier, wunderschöne Plumeria. Und Avocado-Bäume, sagt er, ne? Und was noch? Orkan. Wir haben Orkan auf Früchtebäume halt. Fruchtbäume, Mangobäume und alles haben die hier auch. Und ja, also ich finde es ganz gemütlich. Wait. Ready? Ja. Da ist er. He doesn't hear us. Nee. Jetzt hör doch mal auf. Das merkt man aber im zweiten Mal spätestens. Das ist der Mann jetzt. So, dann guck. Oh wow, piece of shit. Hier ist ein Stoppsein. Sie fährt einfach drüber. He didn't stop. What way is he Die going? Lena. Schwitze. I don't know the way. Schwitze richtig. I know the way. Wir müssen jetzt noch. I have to follow you. I don't know the way. I know the way. I just had to get my swimming trunks. Okay. I know the way. Be quiet. Swimming trunks. Muss der noch holen. No, I said so. Da wisst ihr Bescheid. Und jetzt gehen wir zum Pool. I can show you the way there. Zum Pool geht's, ne? Zum Pool. Oh, this is the pool, huh? Is this the pool? Hello? No, that's not the pool. No, that's a dog park. For real? They have a dog park here too? Yes. That's awesome. But this is the pool over there, but this is almost there. It's my game. Dog park. Nee, aber finde ich cool. Hier grillen und alles. Hier, guck mal, so mit so Dingern für die Hunde. Zum, so, wie heißt das? Kennt ihr noch Nintendogs? So was gibt's hier, wo die Hunde so durch so Röhren rennen und so. Ist ja lustig. Das ist echt lustig. Also, ich finde es hier cool, aber halt auch ein bisschen... komisch, aber auch ein bisschen cool, also schon, ja, hat man was zu tun, hat schon was. Guck mal, ein riesen Feuer hier dran für die Hunde zum Dranpissen. Ich kann nicht mehr, wie mehr nice. That's a joke. What is this here? Can you go fishing in here? Yeah, for real? Yeah, you have to sit down. Turn. You see this building? You have to find. That's a little lake. A little lake. Ja, der Donte wurde jetzt gerade nach Hause geschickt, weil er hatte kein Hemd an. Das geht ja nicht. Man darf ja nicht ohne Hemd, ne? Das geht ja nicht. Ach, er wollte in die NEX. Ah, okay. Ich dachte, hier rumfahren darf er nicht ohne Hemd. Lustig. So, jetzt ist die Kamera gleich leer. Hier ist der Pool. Sind wir schon geschwommen, da sind die. Das Wetter ist so. Und jetzt will ich eigentlich nach Hause. Guck mal, hier ist noch so ein komischer See. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Einfach ein See. Der wurde doch hier hingemacht, oder? Was ist das? Hier ist noch so ein Babybecken. Oh, toll, mit den Schildkröten. Das finde ich aber süß. Schau mal. Sieht süß aus. Das hier ist der See. Ja, dass man hier so um den See laufen kann, ist ja irgendwie schön. Ne? Also wenn man hier jetzt so rüber guckt, sieht es doch ganz nice aus. Da drüben hat man auch ein bisschen Berge. Schön. Echt ganz schön. Oh, jetzt geht's gleich aus, ihr Lieben. Ne? Die ist jetzt leer, ihr Süßen. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Da. So, jetzt warten wir noch. Ne, die Kinder wollen natürlich nicht gehen. Diese anderen da heulen und schreien. Ja, grauenhaft. Jetzt warten wir hier noch ein bisschen. Ja, Lena und ich wollen jetzt nach Hause. Ne? Ich will noch kochen. Ey, wie soll ich das denn alles schaffen? Ne? Das ist halt immer das. Ich habe eben Bilder gemacht auf diesem Ding. Ne?
Mal sehen, ob ich die ins Ding machen kann. Hier reinarbeiten ins Video, das war lustig. Ja, auf jeden Fall wollen wir nach Hause. Weißt du, man kann noch mal schnell schwimmen und dann nach Hause gehen. Warum muss immer alles so ein Event sein? Nee, da muss man jetzt noch Eiscreme essen. Dann sagt die Ossi, ich habe so einen Hunger, ich will noch ein Eiscream. Ein Hunger. Hunger und Eiscream. Manu. Manometer. Oh, das ist keine Batterie, ich muss das Ding aufladen. Hier unser Anti-Buschka, ne Buschki? Da geht's ganz gut, aber ja, ich meine, jeder, der weiß, ne, was ein Meerschwein braucht, weiß, dass es total scheiße ist, dass das alleine ist. Aber ja, ich hole mir jetzt nicht noch eins, also das kann ich nicht. Das kann ich nicht, ne, also ich habe kurz drüber nachgedacht, aber nee, dann müsste ich hier was Großes bauen. Ich habe ja eh schon viel zu viele Viecher, ich möchte das nicht. Hi. Aber manchmal lässt sich's auch trauen schon. Aber ich kann nicht, weißt du, ich kann nicht. Wir haben das jetzt einfach mitgenommen, weil es da stand, ne, weil es... Ach ja, also ich rede ganz viel mit ihm und fütter es wunderbar mit wunderbaren Sachen. Und ja, es muss reichen als Rettung, ne. Das muss reichen. Ich habe jetzt echt, ich kann mir jetzt nicht noch eins besorgen, dann hier eine wunderbare Meerschweinchenlandschaft bauen und so. Nee. Geschwitzt. Ich war gerade mit den Hunden. Der Schwitz ist real. Meerschweinchenkäfig saugen. Ich habe jetzt erstmal Handtücher. Wir haben keinen Streu. Und ja, man kann halt auch, es soll schön weich sein, muss ich halt jeden Tag wechseln. Und habe das mal hier hingestellt. Und ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass Meerschweinchen auf keinen Fall alleine gehalten werden dürfen. Das weiß ich. Nur ich habe jetzt halt ein Meerschweinchen gefunden, ja, und habe halt kein zweites zur Hand. Und jetzt, ich habe schon der Leila gesagt, die soll auf dem Facebook-Market gucken, ob da noch eins ist, ne? Weil das ist echt scheiße, das macht mich fertig, dass dieses arme Schweinchen alleine ist, gell. So, ich mache mir jetzt mal mein Kurkuma-Getränk. Oh. Das ist echt schlimm. Hier, unsere Dinger sind komplett verschimmelt. So eklig, guck mal. Igitt, igitt, igitt. Man muss sie mit Haarspray einsprühen. Wir hatten aber kein Haarspray. Ne? Ja. Jetzt haben wir den Salat, ne, Uschi? Ja, die Uschi findet das schon ganz toll. Ganz super toll findet die das. Und ich finde es auch ganz süß. Aber, ja, es ist wieder jeden Tag Arbeit. Na, aber nee, halt, stopp, das ist ja mein Thema heute. Das ist mein Thema. Nummer. Guck mal, wie geil mein Ding aussieht, das ist so herrlich. Guck mal, wie ein Witz, ne, wie ein Clown. Seht ihr das? So lustig. Ich muss immer lachen, wenn ich meinen Schatten sehe. Na, auf jeden Fall. Oh, JJ! Hallo! Der ist so süß. Da, der Emo-Kater, der hat so einen schwarzen Seitenscheitel. Der ist so
süß. Ich hab ihn so lieb. Der gehört dem Robert, also unserem Nachbar da vorne. Nicht unserem Robert. Der guckt da durch den Zaun, weil der fährt natürlich auch total auf das Meerschwein ab. Da muss man sehr aufpassen, weil der hat so ein bisschen Jagdhund in sich. Aber ja, das klappt schon. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das klappt mit den Tieren, nur was nicht, was mich echt nervt, ist, dass das Meerschwein allein ist. Und habe ich euch erzählt, das waren zwei. Irgendjemand, also diese Nachbarn, die das einfach ausgesetzt haben, haben das da hinten auf dem Parkplatz gefunden. Zwei Stück mit Käfig. Und dann ist eins gestorben an einem Hitzeschlag, weil die das wahrscheinlich einfach draußen stehen lassen haben. Also wir müssen hier auch gucken, Ossi. Guck, da ist schon eine Ecke Sonne. Ist eins gestorben und das ist ja ganz schrecklich. Eigentlich muss man dann sofort ein neues besorgen. Ihr Süßen, na? Na? Ihr seid ja so goldig. Ach, ist das... Nee, aber dann denke ich, ihr springt runter. Da kriege ich ganz komische Gefühle. Ja, nee, deswegen gehe ich auch weg, weil ich kriege Gefühle. Ich denke so, ach, mir wird ganz flau im Magen, wenn da jetzt einer runterhüpft, nicht wahr? Das hat der Mio gestern, ach, total ekelt, voller. Was er hier macht, ne, ist jetzt auch wieder sauber, das hier wird dreckig, das wollte ich auch nur trocknen. Ja, hat alles eine Ordnung, ne, in dieser Unordnung. Da liegt noch ein Knochen auf dem Boden, guck mal, hatten die mit einem geilen Knochen, wir hatten ein geiles Fleisch vom Markt, haben die Hunde einen Knochen bekommen. Ach, die Wäsche war jetzt auch schon wieder, ach, 100 Mal noch mal angemacht, weil ich sie alles nicht aufhängen wollte, gell? Schrecklich. Uschi, kann ich ihn so noch mal wenigstens filmen? It's so cute. Das zuckt gar nicht mehr, wenn man es streichelt. Ja. Nee, dein Schweinchen. Ach, das Schweinchen. Schweinchen ist auch cute, ja. Hast du es gestreichelt? Ja. Yeah. Die Leute an den Ohren. Die neue und das war, ja, aber halten mögen sie ja nun wirklich nicht. Also das hast du ja auch schon gemerkt, dass es das nicht mag. Nee? Warst du nicht mal da oben? Oh ja, jetzt sitze ich hier mitten in der Sonne. Also, ja, dieser Druck. Ach ja, aber was mir noch viel, viel wichtiger war, ist alles. Robert, verschwind, geht der Fotz im Wind und nichts anderes. So. Und zwar, oh, sorry, ja, jetzt muss ich noch den Mio schnell den Computer anmachen, weil ich hatte es ihm versprochen, er darf hier YouTube gucken jetzt. Guck mal, sitzt er hier schon, jetzt sitzt er hier schon die ganze Zeit. Mal sehen, ob ich es schaffe ohne Brille, ne? Oh ja, I'm sorry. Connected, please. Von sie schmeißt mich immer raus, gell, wenn er am Spiel ist. Ihr kennt's, ne, ihr kennt's. Wenn die spielen am Computer und dann wollen sie nicht gestört werden. So, jetzt müsste es doch mal klappen. YouTube. Was willst du denn schauen? Hast du eine Idee? Mhm. Was denn so? Mhm. Ist so heiß, ne? Mhm. Oh, nimmst du dir was mit, ne? Wäsche? Ist das nicht goldig? So was, in sowas will ich es auch sehen. Nur in sowas und sonst nichts. Nur solche Farben. Nackt? So eine Mütze, eine Farbe. Ja, ich ja. Habe hier so eine weiße Mütze. Süß. Das tschüss, meine Süße. Komm mal später wieder. Ja, bis dann. Ciao. So, what do you want to watch? Mickey Mouse. Mickey Mouse? Ja. Hä? Echt jetzt? Mhm. In echt Mickey Mouse? Oh, sie guckt der Mickey Mouse? Ja. Ich hab keine Brille an, da muss ich mal so gucken. Ich mach jetzt einfach eins an. Und ich will mal rum. Ja, wait a second, da müssen wir noch die Werbung skippen. Sonst läuft die durch. Oh no, ist gar keiner. Hi everybody, it's me, Mickey Mouse. Say, you wanna come inside my clubhouse? Mickey Mouse Clubhouse. Wow, all right. Warte mal, das kann weg. So. Willst du auch hier sitzen, Süße? Hier, hallo. Hier könnt ihr noch die Füße drauf machen oder so, ne? Ist bequemer. Ach, ja, also. Jetzt, habe ich jetzt mal 3 Minuten Ruhe? Nee. Okay.
versuche jetzt schon hier seit. Oh ne, jetzt ist ja alles so sonnig. Ich muss hier rübersetzen. Den Schatten. So. Ah, so. Also, was ich sagen wollte. Ich bin halt vom Typ her, ne? Bin ich immer schnell und gerne im Opfermodus. Und das möchte ich nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr, das möchte ich mir komplett abgewöhnen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, weil es geht mir total gut. Ich bin ein gesegneter Mensch. Ich bin, also, wie gut soll es mir denn gehen? Ne? Was erwarte ich denn? Was erwartet denn mein Inneres? Ne? Wenn mein Inneres so traurig ist oder so deprimiert, weil die Leute sind so oder die Leute sind so, das ist doch mir egal. Was soll das denn? Das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Ne? Das ist für mich so schwierig und das möchte ich mir immer wieder klar machen, dass ich dankbar bin. Einfach nur dankbar und sonst nichts. Dankbar. Weil ich bin gesegnet. Ich habe so viele tolle Sachen. Tolle Sachen, hört sich total bekloppt an. Nee, nicht tolle Sachen. Ich erlebe so viele gute Sachen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also mir ist einfach nur klar geworden gestern, dass ich gefälligst dankbar zu sein habe. Haben zu sein. Zu sein haben. Dankbar ich bin. Ja. Und das, wir sind alle gesund soweit, ja. Wir haben uns alle lieb auch, ja.